Hallo Leute, mein Name ist HotzST und herzlich willkommen zum fünften Teil meines Kajak-Wildwasserführers durch Griechenland. In der letzten Folge haben wir uns den Krikelopotamos angeschaut und wenn wir schon in der Gegend sind, sollten wir noch einen Blick auf zwei weitere Bäche werfen. Am Ausstieg des Krikelopotamos mündet der Karpentiotis ein und sie bilden fortan den Trikariotis. Der Trikariotis, was auf Deutsch dreiarmiger bedeutet, ist sehr ähnlich zum unteren Teil des Krikelopotamos. Der Ausstieg ist irgendwo entlang der Straße, bevor der Fluss in den Kremaster Stausee mündet. Auch wenn die Schwierigkeiten mäßig sind, lässt einem dies genügend Zeit, die Landschaft zu bewundern. Übrigens findet ihr alle Koordinaten und sonstige nützliche Informationen in der Beschreibung unter dem Video. Der Karpentiotis auf seinen letzten 6 Kilometern ist ein mittelschwerer, schnell fließender Bach, der kontinuierliche Action verspricht. Da die Straße mehrheitlich parallel zum Fluss führt, kann der Einstieg mehr oder weniger frei gewählt werden. Auf dem Weg dahin sollte man ein Auge auf den Bach werfen, um allfällige Holzhindernisse auszumachen. Auch bei unserem niedrigen Wasserstand gab es kaum Zeit zum Verschnaufen, während das Wasser unter dem frischen, grünen Blätterdach des Frühlings runterrauschte. Wie bereits angedeutet, ist der Bach prädestiniert für Holzhindernisse, wo du eigentlich durchfahren möchtest. Manchmal kann man sich vorbeischummeln und manchmal muss man aussteigen. Wegen dem schnellen Tempo muss man ständig die Augen offen halten, um nicht in den Armen oder unter einem Baum zu landen. Ein Ast hat meine Kamera getroffen, sodass ich dann etwa 30 Minuten an Material hatte, welches blauen Himmel und grüne Blätter zeigte. Ich erspare euch das hier. Beide Flüsse sind relativ kurze Abschnitte, sodass beide am selben Tag gepaddelt werden können und noch genügend Zeit für die Weiterfahrt bleibt. In der Gegend gibt es noch ein paar weitere Bäche, die ich jedoch nicht kenne. Von hier kann man entweder nach Nordosten weiter an den Venetikos und Miliapotamos oder weiter nach Norden ins Gebiet des Arachthos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und ich sehe euch bald in der nächsten Folge.